Ich begrüße dich herzlich auf meinem Handarbeitskanal Chiplofu. Und heute ist Dienstag und heute ist Spinnstube auf meinem Kanal. Ansonsten häkeln, stricken und kochen backen wir hier. Also, du bist hier rundherum herzlich willkommen. Du siehst hier schon diesen wunderschönen kleinen Wollball, sag ich mal. Das hatten wir gesponnen vom Swartplest. Das ist eine herbstliche Färbung, ein Kartenband gewesen. Aus Babyalpaka, BFL und Milchseide. Und wir werden das dann auch verstricken. Das hat jetzt 3 Wochen gelegen. Ihr seht da unten, seht ihr das schön? Wartet mal, ich mache es euch mal krumm. Das geht nämlich auch. Eine liegt jetzt noch hier. Die muss noch eine Woche und das ist das Swartplace. Und das, was wir jetzt hier oben haben, das spinnen wir heute an. Wer in meine Facebook-Gruppe kommen möchte, da gibt es leider gibt's kein GIF mehr, kann ich keine GIFs mehr hochladen auf Facebook. Also habe ich euch verschiedene Bilder als kleines Kombollage hochgeladen. Heute gibt es praktisch den Nachtrag von diesem eingewickelten Wollknäuel. Es sind 46 Gramm. Das heißt, auf dem anderen müssten 54 sein, denn es war ein 100 Gramm Kartenband. So, und jetzt zu unserer heutigen Folge. Ich zeige euch mal die Rohwolle. Das hatten wir schon mal während der Tour de Vlies versponnen. Das ist pommernscharf. Ich hatte mir dann ein ganzes Vlies bestellt. Ich habe sogar ein Bild von dem Tier da mit unserem Vlies, was dann abgemacht wurde. Hier hinten, das ist Pommernschaf. Das ist ein Schafsbock. Der Fridjof, viele werden sich noch an Namen erinnern. Ah ja, da war ja im Mai irgendwas. Das ist sein Freund, also stehen die beiden zusammen auf der Weide. Und wenn es dann Kleine geben soll, gedeckt werden soll, dann kommen die praktisch zu ihren Schafsfrauen, sag ich jetzt mal so. Und dann können die auch wieder ihr Vergnügen nachgehen. So, ich habe jetzt noch, das hatten wir während der Tour de Vlies versponnen. Ihr seht, wie schön das geworden ist. Es ist für eine Dreiernadel. Gut, hier drin ist ein langes, das war auch vom Anfang, aber sonst seht ihr, wartet, ich hol's euch mal vor. Es ist wirklich richtig schön dünn versponnen. Ich hoffe, jetzt macht das mal richtig schön scharf. Ich habe mir das dann als kleine Spinnprobe auf so ein Stück Pappe aufgezogen. Ja, was wäre noch zu sagen? Ich habe mir jetzt werden wieder viele sagen, jetzt fängt sie schon wieder mit ihren Handkarten an. Aber das möchte ich euch mal zeigen. Weil ich habe ja so bei dem Swartplest drauf geschworen, dass das übelst weich wird. Ihr seht hier schon die Länge des Fells, also 15 cm und noch mehr. Für die Handkarten seht ihr hier stiebelt's ab. Und hier unten ist es wirklich zu groß. Ich zeige mal, wenn ihr das trotzdem nehmen möchtet, wie ihr das dann praktisch drauf macht. Am besten so. Dass hier oben, ich muss mal tiefer gehen, dass ihr hier oben praktisch so ein bisschen nur habt und dann hier unten lang gezogen. Das ist das Einzige, was ich dir jetzt mitgeben könnte, wie du das befüllst. Und auch nicht so viel. Mach einfach nicht so viel drauf, über ein bisschen. Du siehst das hier. Ich habe wirklich überall nur einmal befüllt. Und wir können das auch mal durchkämmen und abnehmen. Ich gehe mal tiefer, damit ihr das auch schön seht. Wenn ich das jetzt hier schon durchkämme, es ist ja, sag ich mal, schon ein sehr ordentliches Fell. Also nicht verwüstet. Durch die Länge hat es ja auch schon eine gewisse, erstens Reinheit, würde ich das mal nennen. Ist hier vielleicht ein Mann Stroh dazwischen. Hier seht ihr das. Ansonsten ist es ein sehr sauberes Fell.
Und ich kämme das dann noch einmal, also mehr wie zweimal brauchst du das auch gar nicht durchzubürsten oder kardieren, weil du hast jetzt gesehen, es ist jetzt schon einfach abgegangen und wir können jetzt auch schon eine Rolle davon machen. Und da wirst du schon die zweite Sache sehen. Wartet mal, hier ist noch was vom Swordplace, das wollen wir nicht. Dadurch, dass es hier oben schon so lang ist, kannst du hier schon mal einrollen und dann einfach so nach unten rollen. Ich sag mal, das ist mir jetzt besser gelungen wie das erste. Das kann ich euch nämlich auch mal zeigen. Das war meine erste Rolle. Ich muss ja auch erstmal mit dem wieder Bekanntschaft machen, weil damals hatte ich die Handkarten noch nicht, wo ich das Pommernschaf bei der Tour de Vlies mit euch versponnen habe. So, und dementsprechend, weil das so lang ist, hatte ich euch ja letzte Woche gesagt, ich werde mir gleich noch was mitnehmen. Und in der Spinngruppe haben wir ein großes Kardiergerät. Da habe ich euch auch Bilder gemacht, die werde ich euch auch reinstellen. Das ist an der kleinen Kardiermaschine. Die ist so groß, wie ihr das jetzt seht. Und dann wird hier oben drunter, die Bilder werdet ihr dann auch sehen. Und dann habe ich jetzt praktisch so ein wunderschönes Kartenbett. Ist es ja schon fast, weil es ist ja breiter wie ein Band. Gut, wenn du jetzt das so machst und das so durchziehst durch einen Ring, ja, dann wird es aber sehr, sehr voll. Also da würde ich eher zwei draus machen. Und das werde ich dann auch tun. Ich werde mir so Stückchen abreißen. Praktisch von diesem großen, wartet mal, ich muss mal hier so drauf, sonst geht das nämlich nicht. So, das werde ich hinter mich legen jetzt. Und dann werden wir das Pommernschaf mal anspinnen. Weil damals hatte ich ja auch noch das aus der Spinngruppe, mein Spinnrad. Ich schau mal, seht das jetzt schön? Ja, so ist es mega. Wenn ihr mal nicht gut seht, sagt's. Aber ich finde, diese lange Einstellung passt hier richtig perfekt. Ach, ich habe hinten noch gar nicht das drauf gemacht. Ja, ich habe doch gerade die Spule gewechselt. Das Swordplace kam da runter, das habe ich abgewickelt. Und jetzt habe ich hier die neue Spule. Ich mache mal kurz aus, ihr merkt das wahrscheinlich gar nicht. Und werde mir mal hinten mein Band drum machen. Wie. So, und ich denke mal, wir wählen jetzt hier hinten. Ich habe ja drei Einstellungen. Erstmal die größte Einstellung. Weil es länger wie 15 cm ist, denke ich mal, das Große wird wohl am besten sein. So. Und jetzt nehme ich mir das so schon mal. Und ihr seht, ich mache jetzt erstmal die Rausziehprobe. Also es wird durch die Länge. Nach einer Zeit werde ich mich dran gewöhnt haben, sage ich mal so. Und zum Glück ist es auch kein Fasergemisch mit langen, dünnen oder kurzen oder von der Stapelgröße her meine ich das, dass das wirklich ein reines Pommernschaffell ist oder Faser. So, ich glaube, ich hatte euch damals schon viel erzählt über Pommernschaf. Ich schreibe euch wieder unten einiges rein. Also von der Dicke her würde ich gern so bleiben. Ich habe ja gesagt, wir verspinnen hier für einen Pullover für eine Dreierstricknadel. Und ich denke mal, das möchte ich dann auch damit verspinnen. Ich muss das jetzt mal hier hintersetzen, weil ich glaube, ich muss langsamer treten. So, jetzt muss ich es loslassen und jetzt muss es echt schön zum Faden werden. Ich werde das, glaube ich, wieder zwischendurch anhalten und drauf machen, sonst kriegt es zu viel Drall.
Pommern scharf. Wenn ich zwischendurch mal aufhören sollte, gell, ich habe euch ja jetzt gesagt, unten in der Infobox steht so viel wieder drin über die Schafsrasse. Pommern scharf ist eine sehr, sehr alte Schafsrasse. Man kann jetzt gar nicht mehr sagen, bis zu Napoleon zurück. Vorher gibt es keine Erwähnung von jeglichen Schafsrassen. Also was ich mir denke, weil jetzt auch drüber geforscht wird, es gibt auch jemanden, der da drüber forscht, ich schreibe euch auch mal den Namen rein, von diesen ganz alten Rassen. Also das Pommernschaf ist eine sehr widerstandsfähige Rasse. Und früher, wenn ihr denkt, 17. Jahrhundert, Napoleon, da war ja noch kälter auf der Erde. Es war ja nicht so warm wie jetzt. Aber diese Schafe kamen vorwiegend in Nordeuropa. Und überall, wo es Moor gab, und zu der Zeit gab es ja überall, wenn man denkt rüber von Pommern, was jetzt ja Polen ist, bis Norddeutschland, Ostfriesland, rüber bis nach Amsterdam gab es auch einige Rassen, noch weiter rüber. Also alles, wo an der Ostsee dann praktisch Moor war. So, der ganze, könnt ihr euch vorstellen, da ist die Schafsrasse her. Und die ersten Berichte, die es über diese Schafsrasse gibt, ist, dass die ganzen Soldaten von Napoleon ganze Herden wegschlachteten. Soweit kann man diese Schafsrasse zurückverfolgen, dass die ganze Herden für ihre Soldaten dann abgeschlachtet haben, so steht es auch extra drinne. Und ich möchte das Wort hier auch verwenden, weil solche Schafe können 2 bis 3 Junge bekommen. Also ist das wirklich auch eine sehr ergiebige Rasse, hat auch viel Milch und die Lämmer werden schwarz geboren. Einerseits weiß man noch nicht, warum die komplett schwarz sind, weil, wenn ihr hier guckt, es ist ja grau drin, es ist hellgrau drin, es ist wie blond. Hier habe ich auch was fast nur weißes und helles Haar hat. Ja, und die einzige Geschichte, die mir noch einfiel, wo es um dieses Pommernschaf, das Fell nennt man ja auch Golden Vlies, Janus und das goldene Vlies. Das ist die älteste wahrscheinlich Aufzeichnung über diese Schafsrasse. Und normalerweise, sag ich mal, ist das kein für Pullover kein Strickern. So dass ich das auch wahrscheinlich nur mal die Farbe. Das stand auch drin. Das wird auch entstehen. Diese Knuddel hier. Das muss man danach behandeln. Einerseits mit Abschneiden, rausrupfen oder sonst was. In der Verspinner-Datei stand, es lässt sich schwer verspinnen. Also ich merke das hier auch. Ich habe ja jetzt das von der kleinen Kadiermaschine. Ich werde jetzt gleich mal noch so ein Rul nehmen. Und dann werde ich so ein Rul mal mit euch noch verspinnen. Aber ich muss hier wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr das richtig immer seht, wo ich bin mit meiner Hand. Richtig weit hinten. Gut, jetzt abgerupft, jetzt kann man auch gleich das andere nehmen. Aber ich werde mal sehen, wie das jetzt hier rauskommt. Das interessiert mich jetzt nämlich brennend. Deswegen bin ich auch froh, dass abgerupft ist, sag ich mal so. So. Wer noch für euch, von euch, für uns alle Informationen hat über dieses Pommernschaf, schreibt einfach mal was in die Kommentare. Ja, was wäre denn noch zu sagen? Also es ist eine sehr robuste Rasse, wird jetzt meistens auf Moorwiesen eingesetzt und am Deich.
Da stand dann auch so ein kleiner Witz dabei, den möchte ich euch auch noch sagen. Man ist noch verwundert, dass sich die Schafsrasse noch nicht an die Deichschräge angepasst hat. Da stand irgendwie so als Witz dabei, das fand ich auch noch so lustig. Ich muss hier echt mehr rausziehen. Ich muss hier wirklich mehr rupfen oder dem Gang nach hinten mehr Raum lassen. Das weiß ich noch gar nicht. Aber jedenfalls verspinnt sich das mit den Handkarten anders. Ich muss jetzt mal hier ein bisschen. Ja, ich werde das wahrscheinlich wieder im langen Auszug verspinnen müssen. Also nicht hier so kurz. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Wolle, die kein Kartenband ist, lässt sich im langen Auszug super, super verspinnen. Also wirklich, gewöhnt euch mal langen Auszug an. Auch Kartenband im langen Auszug geht mega schnell, da bist du rucki-zucki fertig. Also übt das wirklich mal. Das habe ich damals, glaube ich, auch gesagt beim Pommern-Schaf, wo wir das versponnen haben von dem Frithjof während der Tour de Vlies. Und es hat dann manchmal so kleine Knüttel drin. Das haben sie auch noch geschrieben. Das soll man lieber rausmachen, sonst wird das nicht schön. Also haben wir jetzt das erste Mal noch ein Knüttelchen dabei. Super. So. Ich verspinne hier trotzdem so viel wie bei dem anderen. Also wird es nächste Woche auch noch mal eine Folge geben. Ihr könnt mir ja noch mal Fragen drunter schreiben. Und vielleicht findet auch einer noch was von euch. Ich habe ja jetzt recherchiert, schon damals zur Tour de Vlies. Hier habe ich jetzt wieder so ein Knüttelchen. Aber das habe ich gut hingekriegt diesmal hier. Ich gebe mal noch mehr Trall drauf. Mal sehen, wie es dann wird. Weil ich glaube, dadurch, dass man dann. Ich glaube, ich muss auf eins tiefer gehen, wenn ich im langen Auszug das verspinnen werde. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte das mit euch kennenlernen, die Faser immer. Und wenn du das auch mal verspinnen möchtest, dass du von mir praktisch so viele wie mögliche Tipps mitkriegst. Wollt ihr nochmal das Bild vom Frithjof sehen? Weil das ist auch hier, könnt ihr sehen. Hier oben ist es richtig hell, von der Sonne ausgebleicht. Und es hat auch kleine Locken, die zerstört man ja dann beim Kartieren. Und ich finde es auch toll. Also, ihr müsst mal hier so, jetzt müsst ihr so gucken. So seht ihr das. Ja, und ich würde mal sagen, das soll es heute gewesen sein. Wer noch mehr Informationen zu Pommernschaf hat, schreibt es einfach mal in die Kommentare für mich und für die anderen. Ui, jetzt habe ich hier wieder so eins. Das werde ich aber rausmachen. Haben wir ja gerade gesehen. Ich denke mal, das sind die Enden von diesen. Ihr seht hier, dass das dann in wie so Büschel runter geht. Das sind solche Enden hier. Ich hoffe, stellt euch schön scharf. Ich werde euch davon auch mal noch ein Bild reinstellen und dann wisst ihr, dass es hinten das Schaf ist. Schafsbock ist ja Schafsbock. So, meine Lieben, ich spinne mal hier noch ein bisschen weiter und wünsche dir einen schönen Tag. Und freue mich. Mal sehen, nächste Woche können wir ein bisschen mehr sehen. Vielleicht habe ich auch noch ein paar Erkenntnisse, die ich euch dann sagen kann. Und tschüssi, meine Lieben. Bis morgen. Morgen ist ja Mittwoch. Da gibt es wieder eine wunderschöne kleine süße Socke. Morgen wird es nämlich eine kleine Babysocke geben. Aber ihr könnt ja auch, sag ich einfach mal, das Muster dann anpassen. Das schreibe ich ja immer schön in die Infobox. Also, tschüssi, meine Lieben, habt einen schönen Tag, sagt eure Nicole von Sheep Love Wool.